Einen wunderschönen zur nächsten Folge hier Projekt Baumstumpf. In der letzten Folge haben wir endlich mal wieder Geld verdient und oh, wow, war das schön. Wir gucken oben rechts 51.618 Euro. Das ist noch nicht alles. Wir verabschieden uns jetzt von diesem Traktor, von dem Volvo und von dem Voss-Anhänger, den wir hinter haben. Ich hab da was Schönes. Ich hab da was Schönes gefunden. Das werden wir jetzt machen und dann werden alle glücklich sein, weil das wird cool. Und wir werden auch nicht wirklich Verlust damit machen. Wir werden, glaube ich, sogar ein bisschen Gewinn machen, indem wir den hier verkaufen und das kaufen, was ich mir jetzt rausgesucht habe. In dem Sinne würde ich sagen, düse ich jetzt zum Händler, verkaufe das gute Stück und dann sehen wir uns dort wieder mit denn der Überraschung mit dem neuen Fahrzeug. Let's go! Wir schauen nach oben rechts und stellen fest, wo ist das Geld? Freunde, haltet euch fest. Das ist ein Daumen nach oben wert. Fangen wir erstmal hier so an. Hier so. Wir sehen ein großer Trailer. Ich glaube, man kann ihn nach hinten rausschieben. Also man kann ihn länger machen. Mit Kran. Und dafür gibt es auch noch ein Fahrzeug. Es ist ja kein Traktor. Es ist ein MB. Ja, also es ist ein Unimog. Ich wollte gerade MB-Truck sagen. Nee, es ist ein Unimog. 211 PS. Ja. Kann man machen, ne? Kann man machen. Ich würde sagen, wir drehen mal eine Runde. Sollte 80 km/h fahren. Oh, sieht aber auch ganz nice von innen aus. Wie gesagt, wir drehen mal eben eine kurze Runde. Ui. Guck mal, damit sind wir doch auf einem ganz neuen Transportlevel unterwegs. Ah, schön. Das lohnt sich doch. Das lohnt sich doch wirklich. Und das Schöne ist, damit sind wir auch unabhängig von unserem Volvo geworden. Also von dem anderen Volvo. Den können wir jetzt verkaufen. Dadurch kriegen wir wieder Geld und dadurch sieht denn unser Konto tatsächlich ziemlich gut wieder aus. Und wir haben vernünftigen Transportfahrzeug, womit wir Stämme transportieren können, womit wir den Anhänger für die Hackschnitzel später transportieren können. Und das sieht doch alles fantastisch aus. So, dann hängen wir, glaube ich, den mal hinterher. Und der ist auch ein bisschen größer, der Polterwagen hier. Damit kann man auch ein paar mehr Stämme transportieren. Und wenn wir später Hackschnitzel fahren, können wir sogar auf den Unimog selber auch noch Hackschnitzel raufladen. Alter, was für ein Gespann. Da lohnt sich das auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, holen wir den Volvo her. Die letzte Fahrt. Mit der über 100 Stunden Laube. Ich würde sagen, die genießen wir nochmal, die Fahrt. Den genialen Sound, den er wirklich hat. Das machen wir jetzt nochmal zusammen. Denn so schnell werden wir den wohl nicht mehr fahren. Das wird wohl einer der letzten Fahrten sein mit dem guten Gerät. Schade, aber ist so. Denn sieht unser Konto halt wieder halbwegs vernünftig aus. Vor allem sind wir auch relativ nah an unserer Hackschnitzelanlage. Ich glaube, knappe 100.000 müssen wir dafür einplanen. Ich glaube, 90.000 Euro so um den Dreh kostet die. Ich habe mal geguckt, es gibt so ein paar stationäre Dinge. Wir könnten ein stationäres Sägewerk und sowas kaufen. Auch relativ günstig gibt es da was. Damit könnten wir unter anderem auch Hackschnitzel produzieren. Finde ich aber nicht so cool. Ich möchte ganz gern mobil einsetzbar sein. Dementsprechend versuchen wir jetzt unsere 80.000 zusammenzukriegen, unsere 90.000. Und dann uns eine mobile Hackschnitzelanlage zu kaufen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und dann müssen wir mal gucken, was für ein Traktor uns wir denn holen. Weil auf jeden Fall einen zweiten Traktor macht auf jeden Fall Sinn. Der Unimog ist cool. So gerade für den Transport sehr cool.
auch relativ flexibel einsetzbar, aber nochmal einen richtigen Forsttraktor macht auf jeden Fall Sinn. Gut, dann wollen wir mal gucken, was es für das gute Gerät gibt. Was ich direkt spoilern kann, es macht auf jeden Fall Sinn, die zu lackieren und zu verkaufen. Das sorgt, zu reparieren und zu lackieren, das sorgt einfach dafür, dass man noch ein bisschen mehr Geld bekommt. 40.000 Euro aufs Konto und somit haben wir jetzt letztendlich wieder mehr Geld auf dem Konto, ne? Und uns geht's jetzt auch nicht schlechter dadurch. Klar, wir haben insgesamt ein Fahrzeug weniger, aber das Fahrzeug, was wir dafür haben und der Anhänger, das ist tatsächlich eine sehr lohnende Sache und ich bin sehr glücklich darüber. Und zauntechnisch muss der sich auch nicht verstecken. Oh moin. Das läuft. Was natürlich mega geil gewesen wäre, was der halt leider nicht hat oder den leider nicht gibt, ist mit einem Kran hinten drauf. Da hätten wir keinen Anhänger mit Kran kaufen müssen. So, wir fahren jetzt mal hier hin. Und dann werden wir wohl noch ein paar Bäume fällen hier bei uns auf dem Grundstück. So die Bäume, die, ja, ich sag mal, ein bisschen zu groß sind. Die wir ausdünnen müssen. Wir werden jetzt nichts markieren, Freunde, ne? Wir werden jetzt nichts markieren. Sondern einfach uns jetzt die Bäume rauspicken, wo wir sagen, die können weg. Wir wollen, wie gesagt, ausdünnen. Es sollen weniger Bäume sein, insgesamt auf der Fläche. Und wir wollen gerade den jungen Bäumen die Chance geben zu wachsen. Sprich, sowas hier kann weg. Okay. Da reden wir nicht drüber, okay? Das bleibt unter uns. Ja, das war ja schön. Hahaha, Hust. So, der kann auch weg. So. Segnen Sie sich bitte, segnen Sie sich und fallen Sie bitte nicht auf unsere Fahrzeuge. Dankeschön. Okay. Ja, mal gucken, ich glaube, in diese Richtung habe ich alles auch schon weggenommen, was weg kann. Den Toten lassen wir jetzt mal eben kurz stehen. Einfach aus dem Grund, dass wir jetzt gerade nichts mit Totholz machen wollen. Der hier kann. Also, ich würde den, glaube ich, stehen lassen wollen. Aber der hier kann, glaube ich, weg. Kann er nicht. Okay. Wir können den nicht absägen. Schade. Der hier kann ja noch wachsen. Der kann wachsen. Ja, irgendeiner muss hier weg auf jeden Fall. Irgendeiner von denen. Den hält doch gesagt, dass der Kleine hier wegkommt direkt. So, weg da. Den lassen wir stehen als noch einen etwas größeren Baum hier. Den hier nehmen wir weg. So, möglichst tief absägen. Das gibt noch mal ein paar Euro mehr. Genau, so. So, das kann man hier, glaube ich, so. Ah, den hier nehmen wir auch weg. Da bin ich aus dem Spiel getappt. Also, den nehmen wir auch weg. Weil der so nah an den anderen Baum steht. Wie gesagt, wir dünnen jetzt hier richtig aus. Wir werden aber auch nachpflanzen, früher oder später. So. Ja, der hier kann dann auch weg. Ansonsten würde ich direkt an unserem Hof ganz gerne ein paar stehen lassen. Also da darf es auch ein bisschen enger wachsen, aber ich sag mal, unsere Wirtschaftsbäume, da müssen wir halt ordentlich ausdünnen. Auch zum Beispiel der hier kann weg. Oh, hier müssen wir auch ordentlich ausdünnen. Da können eigentlich insgesamt. Der kann wachsen. Den hier nehmen wir weg. Und.
Die beiden Großen können auch weg hier. Damit die Kleinen wachsen können, ne? Und wie gesagt, wir werden auch noch welche nachpflanzen. So ist das nicht. So, wir fällen hier insgesamt ganz schön viele, merke ich gerade. Gleich haben wir den halben Wald hier abgeholzt. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier den ganz großen hier weg. Und dann stelle ich fest, dass ich leider vergessen habe, den Sound hier lauter zu machen. Das werde ich dann wohl im Videoschnitt mal nachholen müssen. Weil den habe ich nämlich, als ich zwischendurch gespielt habe, ein bisschen leiser gemacht. So, die große nehmen wir auch weg, die große Tanne. Die große Fichte. Damit die Kleinen wachsen können. So ein Mischwald gefällt mir aber insgesamt eigentlich ganz gut. So, die kann auch noch wachsen. Ich glaube, wir haben jetzt prinzipiell erstmal genug gefällt. Sehr gut gefällt haben wir hier. Oh, die hier nehmen wir nochmal weg. Da haben wir jetzt ordentlich ausgedünnt. Das Ganze muss jetzt natürlich hier ja, klein gemacht und verladen werden. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit dem Schlingel hier an. Und entasten das gute Stück hier. Und eigentlich müssten wir die alle mit der Seilwinde an einen Strang ziehen. Sprich. Na, wollen wir nicht? Oh, so richtig entasten lassen wir sich nicht. Also, eigentlich müssten wir die mit der Seilwinde alle an eine Stelle ziehen und dort. Denn, ja, um die ordentlich verladen zu können. Ich kann euch jetzt aber schon direkt spoilern. Es ist jetzt gerade in diesem Moment schon relativ spät bei mir. Und ich möchte jetzt nicht zu viel Zeit hier rein investieren heute. Jetzt noch, in dieser Folge. Sprich, wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. Und dann werde ich zwischen dieser und der nächsten Folge ein bisschen weiterspielen. So, dass wir dann, ja, einen vollen Anhänger haben. Und mit diesem vollen Anhänger dürfen wir auch genug Kohle haben, um uns denn endlich die Hackschnitzeanlage zu kaufen. Und mit der Hackschnitzeanlage haben wir denn auch die Möglichkeit, hoffentlich, wie gesagt, ich habe es nicht nachgeprüft, hoffentlich haben wir denn die Möglichkeit, damit unser Totholz ja, finanziell interessant weiterzuverarbeiten. So, ich möchte, wie gesagt, erstmal hier alles entasten, was wir hier jetzt gefällt haben an Bäume. Problem ist, wenn die erstmal liegen, die Bäume, eigentlich muss man einen Baum fällen und dann direkt entasten, weil die findet man ja echt nie wieder. Das ist ja echt krass. Das ist ja wirklich übel. So. Ich hoffe, dass wir die so sinnvoll entastet bekommen. Glaube aber schon. So. Damit dürfte ich den Baum auch entastet haben. Und ja, ich habe gerade die Play-Action-Kamera genutzt. Ist mir bewusst. Macht man so eigentlich nicht. Aber ich stehe dazu. So. Und auch hier müssen wir nochmal entasten. Wobei der schon entastet ist. So. Wo ist denn der nächste Baum? Hier. Schön. Auch den entlasten wir. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier zu viel entaste und zu viel so wie in dieser Folge mache, hätte ich jetzt gesagt, holen wir uns nochmal die Seilwinde, ziehen nochmal ein, zwei Bäume aus dem Wald raus mit unserem Unimog und ja. Den würde ich sagen, danach sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Aber keine Angst, das dauert noch 5 Minuten, bis wir soweit sind. Könnt ganz gerne mal in die Kommentare schreiben,
was ihr denkt. Ich glaube, das war eine wirklich sinnvolle Entscheidung, den hier zu kaufen. Damit haben wir ja ein Fahrzeug, was nicht über 100 Stunden hat, sondern ein Fahrzeug, was neu ist in dem Fall, was ein paar mehr PS hat, was schneller fährt. Das war einfach in jeder Form eine gute Investition. Und sind wir mal ehrlich, das Ding ist ein Kultfahrzeug. Der ist cool. Damit können wir uns, glaube ich, sehr glücklich schätzen. Das war, denke ich, sehr, sehr sinnvoll. Ey, wie schnell man damit unterwegs ist. das ist sehr erfreulich. Und ich glaube, ja, nach hinten raus gucken ist nicht. Okay. Müssen wir aus einer Außenperspektive machen. Ja, aber er ist auch sehr wendig. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. Dann. Müssen wir halt unseren Anhänger später nochmal umlackieren. Das geht ja nicht, dass wir an diesen Unimucken einen orangenen Anhänger dran haben. Ja, also tempotechnisch unschlagbar, ne? Tempotechnisch absolut unschlagbar. So, dann würde ich sagen, machen wir hier die, ja, ziehen wir hier die allerersten Stämme hin. So, dass wir hier den ersten Sammelpunkt haben für die ersten Stämme. Wir lassen nochmal eben schnell das Schild hinten runter auf dem Boden. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass der, ja, schwer genug ist. Jetzt ist natürlich das Problem hier. Du liegst echt doof, Baum. Baum, du liegst richtig doof, weißt du das eigentlich? Wir versuchen unser Glück. Okay, Unimog, mach mich stolz. Ich hab's fast befürchtet. Ich glaube, es liegt nicht daran, dass der Unimog zu leicht ist. Es liegt einfach daran, dass der Baum sich jetzt gerade verkeilt. Müssen wir mal ein Stück vorfahren. Also, ich weiß nicht, was der wiegt, der Unimog, ne? Aber eigentlich muss das ja funktionieren. Und ich finde, das ist doch ganz solide. Das ist doch ganz solide. So. Holen wir den nächsten Baum ran. Das macht, also das mit der Salve, das macht echt Spaß. Also das Prinzip werden wir auch nicht ändern. Wir werden allerhöchstens mal eine andere Seilwinde so benutzen. Aber prinzipiell ist das eine sehr schöne Sache, die Seilwinde hier. So, jetzt die Frage, wo ist der nächste Baum? A, ist der in Reichweite und B, ist hier jetzt an dieser Stelle so überhaupt noch einer? Das könnte nämlich tatsächlich hier. Hier ist noch einer, aber den haben wir tatsächlich noch nicht entastet. Das müssen wir nochmal eben machen. So ein bisschen. Ja, das geht ja schnell, ne? Nee, nicht kürzer machen, bitte. Das machen wir unten. So, ich glaube, den müssen wir unten weiter entasten. Hier ist zu viel Gestrüpp im Weg. Und hier ist auch schon der nächste Baum. Alles klar. Wir haben ja doch einiges rumliegen. Vielleicht können wir den auch gleich noch ziehen. Oh, hier ist einiges an Bäume. Ei. Gut. Eins nach dem anderen. Wir ziehen jetzt erstmal den raus, den wir jetzt hier haben. Über unseren Stapel mit den... Oh, ich glaube, das ist... Ja, wir probieren es und werden vielleicht feststellen, dass es keine gute Idee ist, den über den Stapel zu ziehen. Ah, er zieht sich, okay. Das ist schon mal sehr schön. Ah, nee. Das habe ich ein bisschen befürchtet. Den müssen wir umfahren.
Und was ihr vielleicht gerade schon gesehen habt, es gab einen kleinen Ruckler. Die Seilwinden, die sind nämlich tatsächlich echt ein bisschen leistungshungrig manchmal. Muss man wirklich sagen. So, dann ziehen wir die jetzt hier hin. Oder, nee, da wo der Baum liegt, da ziehen wir die jetzt hin. Man muss halt auch ein bisschen gucken, wie man zieht. Wie gesagt, so ein Felsen kann dabei echt im Weg sein, ne? Das ist alles möglich. Aber den Baum wollen wir nochmal ziehen. Natürlich nach unten mit dem Schild. Und dann schnappen wir uns einen Baum. Hier, so. Ist das hier eigentlich ein Baum? Oder? Bin mir nicht sicher. Wir schnappen uns den hier erstmal, hätte ich gesagt. Scheiße. So. Ja, wie gesagt, manchmal hakelt das Spiel dadurch so ein bisschen. Durch die Seilwinde. Ah, ich habe ja zum Glück nicht den schlechtesten PC. Oh, das Gewicht. Ei, das Gewicht, okay. Wir lassen ihn noch so ein bisschen ziehen. Aber mit Pech verkeilt er sich. Das könnte passieren. Alles klar. Das mag der nicht. Wir versuchen mal zu fahren. Aber auch das bringt nicht den gewünschten Erfolg. Da haben wir jetzt nur noch eine Möglichkeit, wenn wir den nicht abhängen wollen. Wir müssen den einmal hier in der Mitte durchsägen. Und damit sollte der jetzt ziehbar sein. So, wir stellen uns jetzt hier neben dem Baum. Und ziehen den jetzt dahin. Und ich würde sagen, damit bedanke ich mich fürs Gucken dieser Folge. Wie gesagt, unterstützt gerne dieses Video. Wie ihr dieses Video unterstützt, wisst ihr alle. Ich werde jetzt noch ein paar Bäume hier an den Wegrand ziehen und entasten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir denn unseren neuen Anhänger aufladen und verkaufen werden. Und damit denn genug Geld für einen Hackschnitzelautomaten haben. Danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Danke und ciao.